Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist hier jetzt des Öfteren davon gesprochen worden, dass es sich morgen im Bundesrat um eine Abstimmung von hoher Symbolpolitik handelt. Von hoher Symbolpolitik, da wurde der Eindruck erweckt, Symbolik und Symbolpolitik und überhaupt Symbole seien was Schlechtes, dem mit richtiger, ernsthafter Sachpolitik begegnet werden müsse. Meine Damen und Herren, Politik besteht nicht zuletzt ganz, ganz oft genau daraus, nämlich aus Symbolik. Und Symbolik ist eben auch, mit Haltung für seine eigenen Überzeugungen einzustehen. Und das war der Mut von vielen Männern und Frauen, die mit Symbolen Gesellschaft vorangebracht haben. Daran sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen. Der zweite Punkt, zu dem ich noch was sagen möchte, ist der, also mir ist das ja nicht neu, dass in Ihrer Koalition nicht mehr viel zusammenpasst. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier erleben, dass Sie im Grunde nicht in der Lage sind, sich auf irgendwas zu einigen. Aber bisher, so war mein Eindruck, war dieses Bild, was Sie von sich und Ihrer Kooperation zeigen, eher ein Binnenbild, ein inneres Bild, ein Bild, was wir hier im Parlament und in den Ausschüssen wahrgenommen haben. Sie vielleicht in Ihren Senatssitzungen, aber so richtig nach außen gedrungen ist es nicht. Meine Damen und Herren, was Sie heute hier für alle sichtbar vollziehen, ist die notarielle Beurkundung der Tatsache, dass Ihre Koalition komplett am Ende ist. Und der dritte und letzte Punkt ist, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, lieber Michael Müller, ich habe Ihre Rede und Ihre Argumente mit großem Respekt vernommen. Ich teile das nahezu alles, was Sie gesagt haben, nahezu alles. Nur eins nicht, Ihre Schlussfolgerung. Die Summierung all Ihrer Argumente ist genau das, was morgen dazu führen müsste, dass das Land Berlin sich im Deutschen Bundesrat für die Entschließung ausspricht. Und der Antrag der Oppositionsfraktion ist die Tür, ist das Angebot, ist die Tür, durch die die CDU gehen könnte, wenn sie denn wollte. Vielen Dank.